the inspiration for the aggressive attack and the aggressive songwriting behind the Motorhead sound? Being hungry and pissed off, basically. You know, because if you're not pissed off with the world as it is, there's something wrong with you, you know? So, hello guys. Ich möchte dir hier zum Abschluss noch etwas zeigen. Und ich sage zum Abschluss, weil das mein letztes YouTube-Video hier werden wird. Ich werde künftig keine Videos mehr auf YouTube machen, weil hier ist mir einfach zu viel. Ich weiß auch nicht. Hier sind komische Leute und Bots und ich weiß nicht. YouTube ist weird. So, ich werde künftig hier, Moment. Hier, Archiv, Org. Hier. Das ist ein richtiges. Ich wollte eigentlich schon ursprünglich Videos immer hier hochladen. Das Problem war, sie hatten einen schlechten Player. Der Upload hat ewig gedauert. Aber mittlerweile haben sie das verbessert. Und ich werde das künftig benutzen hier als, als Plattform, um Videos hochzuladen, um sie dann im Blog einzubinden. Also das wird jedenfalls mein letztes Video sein hier auf YouTube. Und ich möchte hier zeigen, ein Video, das ich hier gesehen habe. Ariane Grande, wie auch immer man das ausspricht hier. God is a woman. Ja, das spricht für die Clique, in der sie sich bewegt. God is a woman. No, it's not. Well, it is. Aus ihrer Sicht. Schau, du musst... wie kann ich das darstellen? Ja, ohne jetzt die weiteren Zusammenhänge zu beleuchten. Aus kabbalistischer Sicht ist Gott eine Frau. The woman. Und ihr Name ist Bina. Bina ist feminin. Und Bina ist das, was sie Gott nennen. So, God is a woman. Das ist kabbalistisch korrekt. Und ja, wir werden nun sehen. Ich habe mir dieses Video noch nicht ganz angesehen. Ich sah den Titel und ich wusste bereits, hier findet eine kabbalistische Party statt. So, und das ist das, was wir nun sehen werden. Ich habe mir das Video angesehen bis hier. Bis hier, da dachte ich, Jesus Christ. Wir kennen all das. All das, was uns hier gezeigt wird in diesem Video. Es ist den Leuten vom Blog und ich hoffe, manchen Leuten, zumindest hier auf YouTube auch, mittlerweile bekannt. Sie kennen die Assoziierung. Sie wissen, was all das bedeutet. Woher all dieser scheiß Pop-Zirkus kommt. Alle diese Stars. Schauen wir rein, dieses Video. Und, ja, nein, schauen wir das Video an. Ah, the universe. Okay, es beginnt mit dem Universum. Dieses Konstrukt, dieses hypothetische, kabbalistische Konstrukt, das alle Welt für tatsächlich Realität, Wahrheit hält. It's all bullshit. Aber der Punkt ist, the universe... symbolisch, kabbalistisch, in Tarot, der Universe ist gleich Saturn. Und Saturn ist the mother, ist Bina. Das ist God is a woman. Saturn, Bina. Bina, Saturn. Das ist the woman. Und das ist das, was sie Gott nennen. Und darum siehst du jetzt hier im Eröffnungsshot, dass eine Computeranimation selbstverständlich des Universums. Okay, das gibt bereits die Richtung Preis hier. Was uns nun erwartet im Folgenden. Ja, und es dreht sich nicht zufällig hier um ihre Vagina. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. Dieser kabbalistische Shit. Es ist Shit. Literally. Ist überall. Sie craften all diesen Bullshit. Schau, okay, wir schauen uns das an.
Was ist das hier wohl? Have you ever have you ever seen this before? Playboy 51. Have you ever seen this before? Was könnte das wohl sein? Sie liegt hier in einer Vagina. And guess what? Die Vagina ist ein Symbol für binar. Vielleicht kann ich dir das kurz belegen. Moment. Ja, schau. Natürlich kann ich es dir belegen. Ich erzähle dir keinen Schrott. Alles, was ich dir in dem Video sage, wenn du verstehst, wie ich arbeite, alles, was ich dir sage, habe ich selbst recherchiert, selbst erarbeitet, selbst nachgeprüft, wenn man so will. Es stimmt, was ich dir sage. Ich erzähle dir keinen Schrott. Es ist gewisser Art fundiert. Binar. Understanding. Was steht hier sonst noch? Hier. Schau hier. Elohim, the divine mother. Die göttliche Mutter. God is a woman. Das ist binar. Okay? Its symbols, merkt ihr das, include the sea, das ist das Meer, and the womb. Guess what? Was ist the womb? The womb ist die Gebärmutter. Und nun schau dir nochmal hier die erste Szene an hier. Das haben sie uns gezeigt. Siehst du die Milchstraße, wie sie zentriert ist? Ladies in the audience, was befindet sich hier? Das, was wir in der Folge sehen. Nämlich, okay, the womb, die Gebärmutter. Das ist hier, hier, the gate. Das ist die Vagina. Und nun schau hier, Bina. Oh, schau. Bina ist, was steht hier? Was steht hier? Was ist Bina, the Hebrew Bina, the divine mother, die göttliche Mutter? Was ist das hier? Saturn. Okay? And watch. Additional symbols. All vaginal symbols. Die Vagina repräsentiert binar. Das ist, was sie Gott nennen. Weil das Leben kommt ja von da. Wir alle werden aus einer Vagina geboren. Diese Leute, ah, fuck it. Fuck it, dieser bekackte Kult. Dieser scheiß Kabbalismus. Aber alle Welt, die Welt hat keine Ahnung. Whatever, schauen wir weiter hier. Okay, sie liegt in einer Vagina. The woman, Bina. And of course, it's purple, lila hier. Das ist auch Saturn. Bina, Saturn. Ich habe dir das gerade gezeigt. Schauen wir weiter. Und das ist Hollywood-Schrott. Okay, sie fluten. Sie bringen nur solchen Schrott auf die Bühne. Die Leute schnallen einfach nicht, dass uns immer wieder die gleiche Geschichte gezeigt wird. Es geht immer um das gleiche Thema. Aber die Leute verstehen es nicht, weil sie die Zusammenhänge nicht kennen. Weil sie nicht wissen, wer hier in dieser Welt, wie man in der Schweiz sagt, der Deutschmeister ist. Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. They have no idea. Schauen wir weiter. People. Na, fick dich. Okay, was sehen wir nun hier? Black and white. Schwarz und weiß, die Dualität. Das sind die zwei Pole. Im Zentrum der zwei Pole befindet sich in der Tempelordnung Binar Saturn. Und man hat die Verbindung zu Binar Saturn. Einerseits im Schlaf, im Traum, das geht zurück auf Jakob, die Geschichte mit der Himmelsleiter. Das ist ein Leitmotiv in der kabbalistischen Lehre. Das ist das Ziel, diese Verbindung zwischen Erde und dem, was sie Himmel nennen. Und diese Geschichte wird dargestellt im Alten Testament mit der Geschichte von Jakob. Jakob schläft auf einem Stein und dann träumt er von einer Himmelsleiter. Er sieht das, was er für Gott hält. Und er sieht die Verbindung durch diese Leiter. So, es findet im Schlaf statt. Lies es nach, Altes Testament. Jakob, ich glaube, Jakob und die Himmelsleiter heißt dieses Kapitel. Und darum siehst du hier nun ein Bett. Weil, was tut man in einem Bett? Man schläft in einem Bett. Okay, es geht um diese Verbindung. So, und nun ist das ein
Besonderes Bett. Hast du so ein Bett im Zimmer? Nein, vielleicht, vielleicht. Mugi-chan vielleicht. Okay, du siehst das hier. Es hat vier markante Säulen, sozusagen, hier an diesem Bett. Warum? Warum? Weil das Allerheiligste im Tempel ist dieser Bereich, das Allerheiligste im Tempel. Look it up. Es ist ein quadratischer Bereich hinterhalb des Vorhangs. In diesem quadratischen Bereich befindet sich die Bundeslade. Und hinter dem Vorhang, via diese Bundeslade, schaffen sie die Verbindung zu ihrem Jehova, der Binah ist, Binah Saturn. So, das ist der Punkt. Es handelt sich um einen quadratischen Raum. Und dieser wird symbolisch repräsentiert durch vier Säulen. It's square, sagen die Freimaurer. Es ist quadratisch. Das wird dargestellt. Und darum sehen wir hier ein Bett. Einerseits für, wie gesagt, den Link zu Jakob, der schläft. Und wir sehen die vier Säulen, die das Quadrat darstellen. Und sie, von der Symbolik her, räkelt sich hier auf der Bundeslade. All dieser Shit ist kabbalistisch. Und wenn man dafür keinen Sinn hat, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, wird man niemals verstehen, was diese Leute einem hier ständig produzieren und präsentieren. In der Musik, in Videoclips, in Filmen. Es ist überall. Es ist überall, weil es ihr Spiel ist. Ja, und das hier ist natürlich auch The Womb. Die Gebärmutter. Ja. Sie sagen, alle Seelen kommen von Binah. In ihrem Geist, innerhalb der Grenzen ihrer geistigen Fähigkeit. Entschuldigung, ich werde etwas ausfallen, allenfalls. Aber alles, was ich dir bis jetzt gesagt habe, jedes einzelne Wort, alles stimmt. Ich habe dich nie belogen. Schau mal, bis hierhin habe ich es mir angesehen. Schauen wir mal weiter, was sonst noch kommt hier. Ja, die Szene haben wir schon gesehen. Purple. Aber was geht hier ab? Okay, ich will das Video nicht ewig machen. Ich schaue mir mal kurz, was hier sonst noch so folgt in diesem Video. Vielleicht kann ich dir noch was irgendwas dazu sagen. Ich schaue mal nach. Moment. So, hier sind wir wieder. Und ich versuche mich etwas zu mäßigen jetzt. Weil ich mache das ja in verschiedenen Takes, in verschiedenen Aufnahmen, diese Videos, muss das dann zusammenstücken. So, und ich habe geendet damit, dass ich mir nun das Video weiter ansehe, was ich bisher nicht getan habe, weil jetzt kommt dann gleich die nächste Szene, die ich zuvor schon gesehen habe. Wir schauen uns das kurz an. Sie scheuen gar nichts. Schau, als was sie sich nun präsentiert. Jedem Christ müsste das hier. Diese Hure. Okay, sie präsentiert sich hier als kabbalistisches Instrument, als Instrument dieser Industrie. Nicht sie präsentiert sich hier. Der Regisseur präsentiert sein Tool hier in dieser Szene als was? Was sehen wir hier? God is a woman, remember? Sie ist nun das Licht der Welt. So, ein Christ sollte verstehen, dass das, was wir hier in diesem Bild sehen, der Antichrist ist. Die Welt versteht das nicht. Die Welt hat kein Gespür, keinen Sinn, keinen Geist, überhaupt nichts. Die Welt wird nur sterben. Die Welt hat kein Leben, um das hier zu fassen. Ein Christ versteht, was hier dargestellt wird vom Regisseur. Nämlich dieses Spielzeug der Industrie hier wird hier präsentiert als das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Er und niemand anders. Sie aber wird nun hier dargestellt in eben dieser Situation als das Licht der Welt. Fick diese Hure. Und ich meine das nicht als Aufforderung, sondern als Beleidigung.
Ah, das Licht der Welt. Und im Hintergrund siehst du was? Den Himmel. Das, was sie Himmel nennen. Das über unseren Köpfen. Das nennen sie Binar. Mann, zu wem rede ich hier überhaupt? Weil die Leute, die das verstehen, die sehen das selbst. Dem muss ich nichts erzählen hierzu. Die wissen, was das hier darstellt. Und die anderen Leute, die zu Masse präsent sind auf YouTube, die wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Und ich kann sagen, was ich will. Sie denken nur, hier spinnt einer rum, weil sie nicht verstehen, weil sie vom Understanding keine Ahnung haben. Ja, das ist mein letztes Video zum Glück. Oh, Jesus, das habe ich noch nicht gesehen. Hier. Malkut. Wie gesagt, es ist alles kabbalistisch. Malkut ist was? Malkut ist die Erde. Und was ist Malkut sonst noch? Malkut ist the Gate. Darum spreizt sie hier ihre Beine und sitzt quasi. Ja, es geht um die Beziehung zwischen Malkut und der Vagina. Darum sitzt sie hier mit gespreizten Beinen, weil Malkut ist die Ge Wie gesagt, es ist alles kabbalistisch. Alle diese Szenen. Und du musst nicht mal weit suchen. Ich habe dir alle diese Dinge erklärt. Schau dir meine alten Videos an. Ich habe über Dutzende von Videos über nichts anderes gesprochen. Wenn du dich wirklich interessierst für diese Dinge, dann schau dir meinen alten Stoff an. Und sonst lass es. Mir ist es völlig egal. Ich verdiene nichts mit meinen Videos. Ich habe überhaupt nichts davon. Ich will dir nur etwas mitteilen. Dann wirst du alle diese Dinge verstehen. Hier, diese nice computergenerierte Erde. Mit der Hure obendrauf, mit der Hure Babylons obendrauf. Die Hure Babylon 666 ist auch im kabbalistischen Verständnis Binah. Das ist das, was. Entschuldigung, ich bin da etwas aufgebracht, aber ich habe es einfach satt. Sie präsentieren uns immer wieder diesen selben Scheiß. Und die Menschen, die. Wer versteht das? Wer versteht das, was sie uns hier zeigen? Und sowas schauen sich, was ist das für Schrottmusik? Sowas hören Jünglinge, Kinder, Mädchen, ja, Mädchen. Sie wissen nicht, was das ist. Sie himmeln irgendeinen Star an, der von der Industrie fabriziert wird, um all diese Geister zu fangen. Mann, ich hasse diese Welt. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Was war? Haben wir das gesehen? Haben wir Notiz genommen davon? Wir schauen uns das nochmal an. Okay. Okay, ich habe mir das noch nicht angesehen. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Und es steht in einer Linie. Mit allem, was ich dir sage. Falls du das hier irgendwie zuordnen kannst. Die Leute vom Blog können das. Ich rede hier zu YouTube. Zu den YouTube-People. Ach komm, ich muss dieses Video gar nicht mehr weitermachen. Wirklich, ich habe es satt hier. Es ist alles kabbalistisch. Fick diese Stars. Fick diese Welt. Doch, wir schauen jetzt doch noch weiter. Das interessiert mich. Was zeigen Sie uns sonst noch? Haben wir schon gesehen? Oh, lovely. Hier, dieses Symbol. Das würde mal zeichnen als Sonnenhieroglyphe. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, aber es ist ein Club-Symbol. Wir kennen das. Wer in der Schweiz durch die Altstadt läuft, in irgendeiner Stadt, das spielt überhaupt keine Rolle. Du wirst an den herrschaftlichen Häusern, an den Altstadthäusern, wirst du überall, Entschuldigung, ich rauche zu viel, zu viel Tabak. Wirklich, ja, Punkt. Du wirst überall dieses Symbol sehen. Und das ist,
ja, im großen Sinne ein Clubsymbol. Das ist ihr. Oh, ich werde gesucht. Moment. Die Zeit nehme ich mir. Oh. Am Samstag ist eine Techno-Party am Rhein in Büsingen. Falls du genaueres wissen möchtest, kannst du mich anrufen. Gruß Sabine. Ja, mal schauen. So, schauen wir weiter. Doch, das interessiert mich. Ich werde mich melden. Schauen wir weiter, was in diesem Video hier. Oh, she's so special. Oh, you're the people. Und sie ist der Star. I would rip her head off. Nein, werde ich nicht tun. Aber ich kann das nachvollziehen mittlerweile. Ich bin nicht so veranlagt. Aber ich kann das nachvollziehen. Mittlerweile, wirklich. Ich schreie jetzt schon rum und halte mich dennoch zurück. Schauen wir weiter. Trägt sie lila? Vermutlich. Oh, they're coming. Oh, was geht jetzt ab? Schau, sie kommen aus der Erde. Ist das hier die thailändische Fußballmannschaft? Oh Mann. Was zeigen sie uns jetzt noch? Moment, ich switche nur noch durch. Schon gesehen. Schon gesehen, schon gesehen. Oh. Lovely. Ja, hier Frau Merkel im Einsatz. Ja, telling, telling. Hier siehst du auch. Sobald du die Geschichte kennst, die Strippenzieher, diejenigen, die dieses ganze Programm veranstalten, diesen Film, den wir als Realität aufnehmen durch die mediale Verbreitung. Sobald du dir all dessen gewahr wirst, wirst du all diese Symbole auch erkennen. Und diese Sache, diese Saturn-Sache, die beweist sich selbst für denjenigen, der diese Sache verfolgt, der ein Augenmerk darauf hat. Weil, schau, ich muss nicht mal danach suchen. Respektive, doch, ich hab gesucht. Ich bin auf YouTube, populär auf YouTube gegangen, weil ich aus Erfahrung weiß, es wird mich nur einige Sekunden kosten und ich werde dort bereits den nächsten kabbalistischen Mist finden. Nämlich sowas hier. Ariane Grande, God is a woman. Ja, here we go. Fuck that. Ja, was will ich dir noch sagen? Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Ich weiß, was ich dir noch sagen will. Ich habe bereits in diesem Video, ich habe rumgeschrien und alles, Entschuldigung. Aber ich habe dir jetzt in komprimierter Form so viel mitgeteilt, wie sonst in 100 einzelnen Videos. Okay, und fokussiere nicht, Jüngling, fokussiere nicht auf diese Stars. Es geht nicht um diese Stars. Das sind Puppen, das sind Werkzeuge für die Industrie. Die dienen. Niemand kann machen, was er will in dieser Industrie. Sie alle dienen. Und solange sie dienen, kriegen sie den Cash und den Fame und all das. Den Fame heißt die Berühmtheit, die Bewunderung der Menschen. Sie kriegen Macht über die Erde. Und wenn du dich dafür interessierst, woher die Macht in dieser Welt kommt, dann lies es nach im Evangelium. Lies es nach im Evangelium. Dann wirst du erfahren, wer der Machthaber in dieser Welt ist. Und wem alle diese Leute dienen, nicht nur die Stars im Popzirkus. Ich rede auch von Politikern. Ich rede von allen. Den Leuten, nach denen Straßen benannt sind. Ich rede von den Leuten, von denen du in den Medien liest, die lobend erwähnt werden, die gehypt werden. Bands, ja, eben Musiker halt. Sie alle dienen. Wer nicht dient, wird gedisst. Und wer überhaupt nicht dienen will, der wird auch mal zum Monster hochstilisiert.
Oh, Entschuldigung, ich mache mir ja etwas einen Spaß aus dieser Geschichte hier, obwohl es tragisch ist. Was sehen wir jetzt? Oh, jetzt kommt der Rachegott, oder was? Wird er jetzt die Völker im gelobten Land strafen, oder was? Power! Oh, Power! Trample on snakes! My name is the Lord, hat sie gerade gesagt. Entschuldigung, ich fürchte, ich muss dieses Video beenden. Was will ich dir noch sagen? Es ist alles kabbalistisch. Na, jetzt hat sie die Katzenaugen. The cat. Die Katze. Repräsentiert female energy. Die weibliche Energie. Und guess what? Weibliche Energie ist im kabbalistischen System die negative Energie. Und die negative Energie kommt von Bina. Saturn. God is a woman. Das ist das. Alles, was sie dir in diesem Video, ich werde es mir jetzt nicht mehr weiter ansehen, weil das Video dauert schon zu lang. Alles, was sie dir in diesem Video zeigen und in allen Hollywood-Filmen und in allen anderen Videos und in allem, was populär ist und in irgendwelchen Fußballmannschaften, die aus Höhlen gerettet werden, all das ist kabbalistisch. Es ist ein verdammter Zirkus, den sie aufführen. Es ist der Bazooka-Circus hier unten. Und weil hier auf YouTube ohnehin niemand versteht, wovon ich rede, bin ich froh, dass das mein letztes Video ist. Und ich verabschiede mich jetzt dennoch dankend für manche, die mir Aufmerksamkeit gewidmet haben. Ich habe das an gewissen Kommentaren gemerkt. Es gibt immer einige unter den vielen. Und alles, was ich mache, richtet sich eben an einige unter den vielen. Und ja, ich möchte diesen einigen danken für ihre Aufmerksamkeit. Und ja, verabschiede mich hiermit. Genug von diesem Video. Ich verabschiede mich jetzt von YouTube. Ciao, bis, nein, nicht bis bald, einfach nur ciao. Tschüss.